Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und ja, die China-Action auf diesem Kanal geht weiter. Ich habe mal wieder ein Pullyback da liegen und ihr wisst alle, was das bedeutet. Aber Melli, was hast du denn jetzt schon wieder aus China bestellt? Ganz ruhig, ich zeige es doch. Und ja, ehrlich, die Begrüßung hat sich irgendwie in meinem Kopf lustiger angehört als hier. Zwar egal, ganz schnell den Pullyback auspacken. Und zwar haben wir darin ein Sambo-Set. Und zwar ein Sambo-Set, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Und zwar hat ja Sambo diese Famous Car-Reihe. Und da haben die vor allen Dingen so eine eigene Oldtimer-Reihe. Und hier haben wir eben so einen wunderschönen Oldtimer. 348 Teile, ist ab 6 plus geeignet, ist die 607, 407 von Sambo-Block. Und wenn wir die Anleitung hier aufmachen, ist das eine typische Sambo. Anleitung ist mit diesem blauen Hintergrund. Es wird nichts ausgegraut oder ähnliches. Es wird nur das, was jetzt gebaut wird, rot umrandet bzw. mit roten Pfeilen dargestellt. Die Anleitung hat insgesamt 38 Seiten. 37 Seiten sind damit mit Bauschritten bestückt. Und immer ganz interessant, wir haben einen Bauschritt pro Seite, denn wir haben 37 Bauschritte und 37 Seiten. Und auf der 38. Seite sehen wir eben einfach nochmal das fertige Set. Und auf der Rückseite sehen wir auch nochmal das fertige Set. Das Set aus verschiedenen Blickwinkeln und nochmal eine Maßangabe. Und zwar ist dieses Set 7,5 cm breit, knapp 20 cm lang und circa 7,4 cm hoch. Ich würde sagen, wir zählen nochmal die Tüten zusammen. Das machen wir ganz gerne mal. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten. Und in einer Tüte leider mal wieder einen Stickerbogen, der vor allen Dingen auch durch die Reise aus China schon echt mitgenommen ist. Schauen wir mal, ob die Sticker noch zu gebrauchen sind. Aber ich würde sagen, genug gelabert, ich mache die Tüten jetzt auf, fange an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. So, und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 18 und wir haben dabei so ein bisschen das untere Fahrgestell schon gebaut. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Haben quasi schon den hinteren Teil gebaut, wo wir hier die hintere Stoßstange haben, so eine Art Nummernschild und die Rückleuchten und den, ich würde es mal nennen, Kofferraum der Historie. Den würde ich auch wirklich ganz cool finden, wenn da nicht das doofe Würde wäre. Weil warum finde ich ihn nicht so hundertprozentig cool? Klar, er ist schön gebaut, ich finde, es ist eine schöne Idee, aber alles, was ihr da seht, also das Nummernschild und den Kofferraum der Historie, wie ich ihn genannt habe, stammen halt nicht als Print her, sondern stammen davon, von diesem Stickerbogen. Der Stickerbogen ist eigentlich völlig in Ordnung. Mir gefällt diese, im Endeffekt, Alu-Optik, die Sticker dort haben, sehr gut. Da haben wir dann auch eben dieses Silber hier nochmal quasi drauf als Sticker, weil die Teile sind zwar auch Silber, aber nicht ganz so Silber. Aber erstens kam der Stickerbogen so an. Also wirklich zerknickt und man muss da wirklich sich Mühe geben, dass man den Sticker ordentlich aufkleben kann. Und zweitens, das ist kein Spielset am Ende, sondern ein Set, was man sich hinstellt, weil es hat an und für sich keine Funktion. Da reden wir natürlich auch nochmal drüber. Und dementsprechend finde ich Sticker darauf nicht cool. Auf einem Spielset können Sticker, aber auf dem Ausstellungsset, was lange stehen soll, gehören Sticker eben meiner Meinung nach nicht wirklich hin. Schade, schade. Ansonsten, bis auf die Sticker, finde ich die Einstiege wirklich ganz gelungen. Leider ist mir hier das Sticker ein bisschen schief gekommen. Wieder dieses Problem mit Sticker, wenn die alle gerade wären und das Prints wären. Das wären so, so, so coole Teile, aber nein, es sind eben leider Sticker. Und man muss ganz ehrlich sagen, in der Preislage, wo sich dieses Set befindet, so 15 bis 20 Euro in Deutschland, 20 schon ein bisschen teurer, 15 ein bisschen realistischer, 10 Euro, wenn man es aus China importiert, aber dann ohne Originalverpackung. Das ist eine Preislage, wo man bestimmte Sachen wirklich printen könnte. Ansonsten, die Teilequalität ist bisher Sambo-typisch super, super gut. Die lassen sich gut verbauen, man hat ein gutes Baugefühl, vor allen Dingen lassen sie sich alle von dem Druck her gleich verbauen. Das ist nicht so, dass da Teile jetzt sehr straff sind, dann sind Teile sehr lose. Nein, die haben immer ungefähr denselben Druck, den Anpressdruck vom Bauen, haben immer ein gutes Baugefühl und machen Spaß. Die Farbtreue ist auch wirklich gut. Also wir haben ja verschiedenste Bricks, Baurichtungsumkehre und Plates dabei und die haben aber trotzdem alle dieselbe Farbe und haben keine großen Farbabweichungen. Wo sich natürlich dieses Türkis angeboten hätte, dass man da Farbabweichungen drin hat. Die dunkelblauen Teile sind eher Teile, da ist es schwierig, eine krasse Farbabweichung reinzukriegen, aber bei dem Türkis passiert das dann doch sonst schon öfter. Ansonsten haben wir hier schon die vorderen Sitzbänke gebaut und die hinteren Sitzbänke, haben hier so einen angedeuteten Schaltknüppel, das ist eigentlich alles standardmäßig und haben auch schon die Reifen rangebaut, was glaube ich relativ besonders ist bei solchen Sets, also gerade bei den Speed Champions Sets oder allen anderen Sets, die ich in dieser 300 Teile Fahrzeugkategorie gebaut habe, haben wir es meistens so, dass die Räder als letztes rankommen. Bei diesem Set kamen die Räder schon in Bauschritt 4 dran und man baut dann quasi auf den Rädern weiter.
Finde ich auch mal entspannt. Und vor allen Dingen finde ich die Räder diesmal sehr gut gelungen. Also die passen sehr, sehr, sehr schön zu diesem Oldtimer. Von der Größe her, vom Aussehen her. Also die machen wirklich Spaß. Und ich würde sagen, ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und fertig ist das Sembo Famous K607407. Und ich muss sagen, die Steinequalität an sich ist wirklich super, super gut. Und auch das Aussehen gefällt mir sehr. Besonders die Silbertöne, die hier verbaut worden sind an Stein, gefallen mir sehr gut. Nur schade, dass die halt dann meistens mit Stickern verschandelt werden. Die Farbtreue ist dabei auch wirklich super, super gut. Egal ob im Dunkeln, im Hellblau oder auch im Beige-Ton. Also die Steine sind wirklich hundertprozentig farbtreu. Da gibt es keine großen Abweichungen. Und wirklich auch hervorragend sind die Steine von der Klemmkraft und dem Baugefühl her. Also hier stehen die wirklich Lego keinen Deut nach. Das ist wirklich spitze. Und auch nochmal ein Stück besser, als ich es von Sembo sonst gewöhnt war. Auch die Konstruktion ist wirklich durchdacht. Der Bau hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und am Ende hält alles sehr gut. Man kann es gut anpacken, herumtragen, ohne Angst zu haben, dass irgendwas daran abfällt. Und es hält eben auch ein Spiel aus, obwohl es natürlich bei den meisten Leuten eher im Regal stehen wird. Besonders interessant fand ich ja die Konstruktion von den Radkästen hier, denn die sind beweglich. Also man kann die sich so einstellen, wie man sie haben will, weil sie hier unten nur von einer C-Clamp gehalten werden. Aber sie halten deshalb trotzdem sehr gut und fallen eben nicht ab. Und die C-Clamp haben so eine Qualität, dass es auch dann hält, so wie man es einstellt und nicht nach unten wieder wegklappt. Ich hatte da erst Angst, dass es ein bisschen zu instabil wird, aber das hatten wir wirklich gar nicht. Also das hält auch wirklich schütteln ohne Probleme aus und bleibt genau in der Position, wo man es haben wollte. Und das ist natürlich gerade für ein Displayset nochmal super, super cool, weil man sich dann eben so ausrichten kann, wie es einem gefällt und wie man gerade die Vorstellung von diesem Oldtimer hat. Wir haben auch echt ein tolles Design und viele tolle Deko-Elemente. Besonders gut gefällt er mir ja aus der Frontansicht und wenn man ihn dann so leicht seitlich hat. Schade eben nur, wie gesagt, das sind alles Sticker hier. Und auch von der Heckansicht kann das sich wirklich sehen lassen, aber hier wird ein Sticker um eine Rundung geklebt und das merkt man. Der Sticker ist nicht so richtig fest. Der stand jetzt ungefähr eine Woche bei mir und man kann den Sticker hier eigentlich mehr oder weniger schon wieder abziehen. Funktionen gibt es bei dem Set quasi nicht. Also es rollt, logisch, das aber nicht besonders gut, muss man sagen. Also man hat hier einen recht hohen Widerstand. Und haltet euch fest, man kann an den Ersatzrädern drehen, wenn man das möchte. Ja, das ist alles, was man so an Funktionen hat. Es ist aber eben ein Displayset. Deshalb erwartet man hier auch keine Riesenfunktion. Umso trauriger, und ich sag's immer wieder, wenn man dann eben die Sticker hat, die sich nach einer Zeit ablösen werden. Und auch Sembo-Sticker haben nicht die beste Qualität, muss ich sagen. Trotzdem ist es meines Erachtens immer noch ein tolles Vitrinenset mit viel, viel Bauspaß und tollen Teilen zu einem angemessenen Preis. Dementsprechend kann ich es euch nur empfehlen und ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich und lasst einfach die Sticker an der einen oder anderen Stelle weg. Ihr braucht sie teilweise auch einfach nicht. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn ihr noch was dazu beizutragen habt, helft ihr ja auch der Community weiter. Und ihr könnt gerne dem Video einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.